Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einer neuen Folge von Brawl Stars. Gestern kam der neue Brawl Pass raus und den werden wir uns jetzt genau anschauen, denn heute ist er rausgekommen, also dann, wenn ich das Video aufdrehe, aber egal. Ihr erfahrt die Einblicke, ihr erfahrt alle Infos dazu. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, denn jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues YouTube-Video raus. Momentan jeden zweiten Tag ein Brawl Stars Video und jeden anderen zweiten Tag ein Minecraft-Video. Genug geredet, genug schnell geredet. Let's go mit dem Video. Viel Spaß. Migo TV, hier kommt der YouTube-Kanal. Games und Bits, ich bin der Boss im Saal. Fortnite, Call of Duty, das sind meine Spiele. Mit dem Lenkrad, Ohr zu Fuß, ich zeig euch die Rennen. Ich zocke die Schlachten, fange die Pokémon. Ich nehme euch mit auf eine Reise, los geht's schon. Fiona und Hiro, meine Katzen sind dabei. Wir haben Spaß und sind bereit. So, und zwar ist heute der neue Brawl Pass rausgekommen. Beziehungsweise für euch gestern. Den werden wir uns jetzt erstmal holen. So, natürlich hier die für 11,99 €. Holt ihr euch den für 7,99 € oder den für 11,99 €? Das würde mich mal wirklich interessieren. Gehen wir mal auf 11,99 €. So, perfekt. Wir haben es gekauft. Und schalten erstmal hier den Brawl Pass frei. Plus 20% mehr Fortschritt. Let's go. So, wir gucken uns den erstmal an. Wir haben hier einen neuen Skin. Ja, okay, okay. Oh Gott, der Pin sieht richtig, richtig, richtig nice aus. Der sieht doch cool aus. Hat irgendwas mit Versace von dem Muster her. Oder? Findet ihr nicht auch? Gucken wir mal weiter. Ganz kurz. Moin Coolkopf, falls du das Video siehst. Ich bin gerade am Aufnehmen. Das sieht auch sehr, sehr nice aus. Also ich finde, ich bin ja ein großer Versace-Fan. Und das erinnert mich richtig, richtig krass an Versace. Generell auch mit Medusa hier. Also es ist gerade so ein griechisch-mythisches Brawlstar-Pass. Erinnert mich an die letzte Season von Fortnite. Schade, dass mit Fortnite momentan die Season mir nicht gefällt. Ich könnte ja mal... Zockt ihr Fortnite? Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr Fortnite zockt oder wie ihr die aktuelle Season findet. Ich finde die aktuelle Season so schlecht. Ja, und dann haben wir hier einen M-Skin für Medusa. Also einen Medusa-M-Skin. Und der sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Auch hier exklusive Designs mit der Schlange. Sehr, sehr, sehr nice. Hier da hinten auch nochmal eins mit blauen Haaren, lila Haaren und hier mit roten. Könnt ihr mal reinschreiben, welchen der drei ihr am nicesten findet. Ich würde sogar tatsächlich auf lila gehen, weil es einfach harmonischer aussieht. Aber das heißt, wir gehen heute mit Ems rein, denn es, ich meine, thematisiert wird auf jeden Fall Ems. Ich nehme hier gerade mal alle Items, die wir hier schon freigeschaltet haben. Auch einen epischen. 200 Münzen nehmen wir mit. Okay, Mortis haben wir hier auch fast durch. Wenn wir hier auf jeden Fall freischalten durch den Pass. Noch einen epischen, nochmal 200 Münzen. Ah, okay, schade. Münzen nehme ich gerne. Und nochmal 1500 Münzen. Okay, wir sollten auf jeden Fall mehr als genug Münzen bekommen. So, zack. Zack. Noch ein Star. Diesmal super selten, schade. Aber 100 Münzen nehmen wir auch mit. Juwelen, Juwelen, Juwelen. Noch ein Star, diesmal selten. Powerpunkte, okay. Ling, noch ein Star. Nochmal selten. So. Mortis haben wir auf jeden Fall bald frei. Und episch, okay, sehr nice. Bitte Münzen. Oh, wieder. Münzen helfen mir mehr. Nochmal Bling. Okay, wir werden Mortis auf jeden Fall jetzt gleich frei haben. Oh mein Gott. Wie asozial ist das denn? Oh doch, okay. 1900, sehr nice. Wir haben Mortis freigeschaltet. Sehr schön. So, beginne mit der Freischaltung eines Brawlers. Episch. Piper, Griff, Pam oder Bea. Ihr könnt ja mal reinschreiben, für wen ihr euch entscheiden würdet an meiner Stelle. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich entscheide mich für Griff. Wegen Cash und so. So, gut. Also, Ems wird heute auf jeden Fall dann thematisiert. Das werden wir dann auf jeden Fall auch machen. Hier ist Ems. Perfekt. Und ihr könnt ja mal auch reinschreiben, wie ihr Ems spielt. Was habt ihr in Gadget? Also, hier... Friendzoner, Säurespray, Ausrüstung. Welche Starbauer habt ihr genommen? Habt ihr Hype oder schlechtes Karma? Welche nächste Ausrüstung? Hyperladung. Werden wir auf jeden Fall noch holen. Ich würde mal sagen, wir upgraden ihn Ems jetzt mal hier auf Stufe. Ja, 10.
Sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Stufe 11 können wir noch nicht. Da fehlt uns noch ein bisschen das nötige Kleingeld. Aber wir können es auf jeden Fall dann hier was noch machen. Wir werden Ems jetzt auf jeden Fall ausrüsten. Und gucken wir mal, was hier Ems noch hier so zu bieten hat. Okay, da haben wir die ganzen Skins von Ems. Ich glaube, Skins müsste ich mir nicht von Ems holen. Weil da werden wir ja das Medusa-Skin für Ems freischalten. Finde ich sehr, sehr nice. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Neue Season, okay. Da erstmal hier die ganzen XP. Und dann würde ich sagen, gehen wir in Solo-Showdown rein mit Ems. Holen noch die Gratis-Sachen hier im Shop. 5 Credits, die nehmen wir mit. Und let's go! So, Ems ist auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr stark. Vor allem, ihr werdet es auch sehen mit dieser Duftwolke, das ist halt wirklich geisteskrank. Und was ich gar nicht geguckt habe, ist, wie weit wir Ems schon bisher gespielt hatten. Dann gehen wir direkt in den Angriff rüber. Oder auch nicht. Perfekt. Perfekt. Einen haben wir down. Auch wenn man uns die Dings abgesnackt hat. So, drei. Okay, okay, okay. Vier sind noch am Leben. Oh Gott. Alter, die hat uns ja fast so one-shottet. Das ist halt das Problem, wenn man noch keine Ausrüstung und so weiter drauf hat. Nein, okay. Verdammt, das war so schlecht von mir. Ja, wir müssen auf jeden Fall da Ausrüstung drauf packen. Aber wir sind Stufe 12. Also keine Bots diesmal, gegen keine Bots. Ich will es nicht in den Kommentaren sehen, dass das Bots waren. Dass ich vielleicht wie ein Bot gespielt habe, okay. Aber das waren keine Bots diesmal. So, wir gehen in die nächste Runde rein. Aber ich finde Ems sehr, sehr, sehr cool. Ich finde es auch vor allem Ems sehr, sehr stark. Und ich bin wirklich gespannt, wenn wir hier Ems noch weiter vertiefen werden, was für Ausrüstung und so weiter ihr hier nimmt. Dass ich es dann auch auswählen werde. Und freue ich mich auf jeden Fall. Ich finde auch Barry ist ja jetzt auch offiziell raus. Finde ich sehr, sehr, sehr stark. Okay. Der Frank war ja auf jeden Fall geisteskrank lost. Die Ult habe ich jetzt so doof gezündet gehabt. Okay, perfekt. Den Bass-Typen holen wir hier auch gleich. So. Let's go. Stufe 9. Sehr schön. Showdown diesmal. So, wir heilen erstmal hoch. Der ist doch easy. Hä, als ob? Wie konnte der es bis zum Endgame schaffen? Der hat bestimmt irgendwo gecampt, hä? Sehr, sehr nice. Okay, wir gehen in die nächste Runde rein. Wir werden vielleicht Ems sogar... Ja, komm, gehen wir in die nächste Runde rein. Reden nicht zu viel. Aber Ems macht wirklich Spaß zu spielen. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und bitte schreibt mir wirklich euren Bild rein, wie ihr Ems am besten spielt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ems werden wir auf jeden Fall weiter thematisieren. Und jetzt sehen wir auch die mehrere Berries hier am Start. Also Barry ist wirklich sehr, sehr cool. Aber den müssen wir ja auf jeden Fall... Oh Gott. Oh Gott. Gut, wir haben den ersten Barry schon mal ausgeschaltet. Weil ich finde Barry schon sehr, sehr, sehr stark. Ich habe ja... Also Barry ist jetzt einer meiner neuen Lieblings-Brawler tatsächlich. Daher weiß ich ganz genau, dass Barry gefährlich werden kann. Und ich finde, vor allem noch im Duo-Modus ist Barry noch geisteskranker, ne? So.
Zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, bitte helfen Sie mir, ich bin gefangen. Oh Gott, Alter, der hat mich jetzt richtig auseinandergenommen. Der hat mich richtig fast auseinandergenommen. So, Showdown. Okay, jetzt können wir den absnacken. Oh Gott, das ist der wieder. Nein, 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 nein. Alter. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin... Oh. Das Problem ist, immer mit dem iPad habe ich Fettfinger auf dem Handy. Es ist so angenehm, Brawl Stars zu zocken. Mann, ey. Aber wir sind Spaßstufe 13. Sehr, sehr nice. Und öffnen noch einen Star hier. 50 Münzen. Sehr schön. Und noch einen Star. Einen epischen. Oh Mann, belastend. Ah, schade, aber es freut mich, wenn hier so ein neuer Brawl Pass rauskommt. Ich finde immer die Brawl Pass irgendwie richtig spaßig. Da hat man irgendwie mehr zu tun bei Brawl Stars. Ihr könnt mal reinschreiben, wie ihr das findet. Das war es auf jeden Fall mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, schreibt mir was in die Kommentare für den Algorithmus. Adios, amigos. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Like das Video, abonniert mich doch. Danke euch allen, ihr seid top. Amigo TV ist hier für dich. Abonniert, liked und teilt, das ist wichtig.